Nacht. Es ist wieder soweit. Ich freue mich auf den total netten und lustigen Schauspieler Ingo Naujoks. Dann gibt es so schöne Musik heute von Elif. Aus Schweden kommt Miss Lee und rockt die Hütte. Und wisst ihr, wer da ist heute? Die Atombombe des deutschen Humors. Fips Asmusen. Witzig, witzig. Ba, 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 ba. Schauspieler, warum er sich Socken über Nachttischlappen zieht und warum er aufgehört hat, im Tatort mitzuspielen, das wird er uns jetzt erzählen. Begrüßt mit mir Ingo Naujoks! Guter Platz, ne? Irre, du bist ja total außer Atem. Ja. Bist du geschwommen oder bist Na, du... Na, ich bin hierher gefahren. Ich muss ja immer Leute einsammeln. Und bis wir dann hier sind, puh, dann singen wir im Bus so viel. Ah, du musst Leute einsammeln? Ja. Und dann habe ich gerade gesagt, können wir denn schon alle ausstellen? Die ist, nein, der Naujoks ist noch pinkeln. Bist du so einer? Hast du Hände gewaschen? Ja. Da muss man noch ein Momentchen im Bus sitzen bleiben. Nee, nee, es geht darum, dass ich eben halt gerade, weil ich normalerweise nie zur Toilette muss, plötzlich merke, was ist denn jetzt los? Jetzt habe ich ein Date mit der Ina und kriege Druck, das ist ja Wahnsinn. Echt? Ja. Das freut mich. Ja, mich was, auch. Jetzt, wo du Pipi gemacht hast, was trinkst du denn? Ist da wieder Platz? Bier. Normales Bier? Ich auch, Frau Müller. Am liebsten wäre mir so eins von euren Hamburgerschen Bierchen. Ihr habt ihr da irgendwas Besonderes? Flens, also der Ding. Ding, Dings. Entschuldigung. Ich kann ja auch über die Bundesliga reden, wenn ihr das lieber wollt. Das möchte ich aber auch mal. Zwei Bürgermeister! Ach so, Entschuldigung. Zwei Bürgermeister, ich hab nur gedacht, wir machen das nicht. Martin Döscher, unser Bürgermeister, einmal in die Kamera wegen. Wir grüßen Köln! Ich bin der Bürgermeister, der erste Kennst Bürgermeister. Kennst du das denn auch so lange hier, Martin? Was? Heutst du das noch gut so lange hier? Jung! Ja, verstehst du das eigentlich oder eins? Kannst du dann Munk, ich verstehe eins. Sind wir nicht so sinnig, oder? Ganz feine Dern. Ja, aber da weißt du noch gar nicht, das ist noch nicht vorbi. Ja, wird man sein. So. Bier kommt gleich, ne? Bier kommt gleich. Kannst du da einmal durchgehen? Dann setzen wir uns hier auf die Bank. Ja, natürlich. Wir können auch stehen bleiben, aber wie du. So, kein Döniges mehr. Also, ihr snackt hier platt, hab ich's gehört. Naja, wenn die in Dörf kommen, dann schnackt er Plattdütsch mit dem. Ja, und wenn er mal Hochdütsch anschnackt, dann sag ich dir, wart. Ja, und wenn ich dann Plattdütsch schnack, dann geht das. Aber zwischendurch kann man auch mal eine Antwort geben, oder? Du? Aber gleich erst. Okay, erstmal muss ich hier mal. Dafür sorgen, dass das Bier durchkommt. Frau Müller, danke schön. Frau Müller, ich danke Ihnen. Ihr kriegt auch gleich, keine Sorge. Wir sagen Prost. Prost auf Prost. 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 Leck mich am Ohr, ich wollte mich einschüchtern oder was? Das ist Norddeutschland. Mann. Wie find's? Jod, Jod, ja? Jod. Obwohl, ich meine, ihr Ruhrpöttler ist ja da auch gut drauf. Wir sind auch Jodrup, ja, das stimmt. Das sagt ihr Jodrup? Nee, bei uns heißt es, wir sind Dorfte drauf. Dorfte drauf. Wir sind ja, wir haben ja, also unser Platt besteht ja eigentlich eher daraus, dass wir relativ platte Menschen sind. Ach, und kann platt sprechen. Wir sind platte Menschen, das sieht man nicht immer, aber... Jetzt pass mal auf, also meine Karriere bestand, ich fing ja eigentlich da an, wo, ich habe ja am Theater gearbeitet, da zu der Zeit, und dann kam ein Rundbrief an dieses Theater, irgendwo in Krefeld um die Ecke. Welcher deutscher junge Schauspieler spricht noch Ruhrgebiet? Wir wollen eine große Serie drehen, damals hieß es Die Rote Erde. Eine große Familiensage um das Ruhrgebiet, am Bergbau, Kohle und so. Und dann habe ich mich da beworben und dann habe ich da auch meine erste Fernsehrolle bekommen. Rote Erde. Rote Erde, ja. Und dann hatte ich ein bisschen Glück, dann war ich mit den richtigen Leuten am richtigen Platz zur richtigen Zeit. Dann gab es die nächste Rolle.
zwei Tage Derek, dann gab es die nächste Rolle, ein Tag ein Fall für zwei. Aber vor allen Dingen kennen doch die Leute dich aus dem Tatort. Also kann man das so sagen, ich kannte dich natürlich durch Carniggles und durch auch bestimmte Theatersachen und so weiter. Aber eigentlich war Tatort doch so der, der dich sehr berühmt gemacht hat. Warum hast du aufgehört damit? Doch schon. Ich glaube, wenn man mit Maria Furtwängler im Tatort der Partner ist, ist man berühmt. Ja, das ist immer nur deswegen, weil Maria Furtwängler berühmt ist und du dann irgendwie ein bisschen von dem Glanz abkriegst, nicht wahr? Aber wie viele Jahre hast du es gemacht? Ach, keine Ahnung, ich glaube 5, 6, 7, 8, 9, also gefühlte... 5, 6, 7, 8, 9? Ja, nee, man muss sich vorstellen, dass man sieht den Tatort ständig in Wiederholungen und Subwiederholungen. Ich habe wirklich auf einer Hand gerät, in einem Jahr 4 Drehtage gehabt für den Tatort. Zweimal, 2 Tage pro Folge. Und das, habe ich heimlich auch gelesen, ist natürlich der Grund, warum du gesagt hast, ich bin unterfordert. Ja. Es wurde irgendwie immer weniger und irgendwann hast du nur noch Frühstück gemacht und Kinder. Richtig, und als die ersten Kollegen kondoliert haben, als zum Tatort gefahren bin, die haben nicht mehr Tschüss gesagt, die haben herzlich Beileid gesagt. Ehrlich? Habe ich gedacht, jetzt ist Zeit. Du, Ingo, du bist ja angefangen als Punk. Ja, damit fängt man ja nicht an, normalerweise endet man damit. Aber irgendjemand ist doch gekommen und hat gesagt, oh, wollen wir Punker sein? Und dann hast du gesagt, Nee. Also das ist wird auch so ein bisschen unterschätzt oder hat sich so ein bisschen festgefressen in der Öffentlichkeit, dass man als Punker dann, habe ich plötzlich eine Lederjacke angezogen, mir eine Ratte auf die Schulter gesetzt. Hattest du eine Ratte? Hey, nicht! Und hat mir dann irgendwie so Haare hoch. Punk war für mich immer mehr eine Haltung. Es war ja so, dass der Punk hat ja viel beeinflusst. Nicht nur in Musik. Es gab ja plötzlich Theater, Musik, Radio, Mode, Literatur. Alles wurde ja durch das Ding Punk einmal aufgebrochen. Ja, aber ich meine natürlich, wenn ich höre, jemand ist ein Punk, dann sehe ich den mit einer Ratte und mit den bunten Haaren irgendwo jemanden anhauen, ob er eine Mark hat. Ja, ist eigentlich schade. Hast du nicht gemacht, das war's. Dir ging es um die Subkultur. Ich hatte eine Mark auf der Schulter und habe die Leute angehauen, ob sie eine Ratte haben. Guck mal, da hätte sich schon mal rauskristallisiert. Der Junge hat Ideen. Jetzt trinkst du auch schon mal ein Bier, ich werde ja verrückt. Nee, willst du mein Hemd noch anziehen? Nein! Aber dann, wenn du diese Subkultur wolltest und sehr punkig drauf warst, so kann man das sagen, ne? Ja, Punkmusik gemacht natürlich auch. Ja, das ist natürlich auch deswegen, der Punk hat natürlich auch die Tür zur Bühne geöffnet. Ich konnte ja nichts. Also ist ja nicht so, früher musste man ja was können, um auf die Bühne zu gehen. Früher musste man eine Gitarre spielen können, um Gitarrist zu sein. Hast du doch lernen können, hast du Zeit genug gehabt? Ja, Zeit geht ja vorbei, wie der VW-Bus von der Ina. Wie oft bist du denn hängen geblieben? In der Schule? Ja. Nie, ich bin immer runtergeflogen, sofort. Echt? Ja. Also einmal bin ich aufs Gymnasium von der kleinen, wie heißt das, Grundschule, hab da 2 Jahre lang mitgemacht, bin dann wieder runtergeflogen, durfte dann 7, 8, 9, 10 mittlere Reife machen und hatte dann so ein gutes Zeugnis, dass ich Gott sei Dank noch 3 Jahre aufs Gymnasium durfte. Das hat mir eigentlich das Leben gerettet. Ehrlich? Weil zu dieser Aber Zeit... Aber da warst du im Berufsbildungszentrum und da wusstest du nicht, was du machen sollst und hast gesagt, dann mache ich halt Abi. Nee, es war so, dass ich erstmal nach der 10. Klasse erstmal gesagt habe, ja, was mache ich jetzt? Und alle meine Freunde haben gesagt, ja, oder einer sagte, ich gehe zur Polizei. Da habe ich gesagt, ach, komm ich mit. Einer hat gesagt, ich gehe zur Aralforschung. Da sage ich, ach, komm ich mit. Nee, und einer hat gesagt, ich werde Tierpräparator. Komm ich mit, ja. Aber Tierpräparator ist ja nun das allerletzte, was man beruflich machen will. Ja, deswegen Punk und die Ratte, weißt du. Ich wollte mir dann so eine feste Ratte installieren. Ein paar Ratten ausstopfen und dahin stellen. Hättest du es auch gemacht? Weil die haben dich dann nicht... Wieso haben die dich nicht genommen? Ganz also ehrlich, wenn man schon als Tierpräparator abgelehnt wird bei der Bewerbung, dann wüsste ich gar nicht. Eigentlich nicht, ne? Du bist ja dann... hast Zivi gemacht, obwohl du hypochondrisch bist als Krankenwagenfahrer. Ja, das liegt Was heißt denn das? Wie hypochondrisch bist du denn? Jetzt nicht mehr. Jetzt, das war aber ganz schlimm, hast du gesagt. Ja, jetzt übertrage ich die Hypochondrie auf meine Kinder. Jetzt ist das so? Ja, ist so. Also ich weiß noch, als ich zum ersten Mal ins Ferienlager fuhr mit 14, 15, 2 Tage später hatte ich Blinddarm, bin mit Blaulicht ins Krankenhaus gefahren. In diesem Dorf waren wir, glaube ich, 14 Tage. Und glaube ich, nach 10 Tagen hat der Arzt im Krankenhaus gesagt, ach, genau, Jungs, wieder. Ja, wir checken den kurz durch, dann geht er wieder nach Hause. Ich hatte dieses Gefühl, ich habe ständig den Blinddarm durchgebrochen. Aber du warst 10-mal im Krankenhaus mit Verdacht auf Blinddarm. Ja! Oder war aber nie was? Nee, aber ich habe es deutlich gespürt. Aber was war's denn? Hypochondrie! Und das Beste von allem ist, den Blinddarm... Aber vielleicht war das immer irgendeine Zotte am Darm oder so. Nein, das Beste von allem ist, ich habe den Blinddarm immer noch. Du, ich finde das auch so lustig, du wolltest ja dein Schauspieler werden, weil du dachtest, jetzt weiß ich, was ich werden will, hast dich in Bochum an der Schauspielschule beworben und die haben dich nicht genommen. Und du hast den Taxi-Driver vorgespielt, diese Szene, ne? Kannst du das noch, was du denen damals vorgespielt hast? Ja. Das war ungefähr so, der steht ja vor...
dieser dürre Mann, dieser dürre Mann steht vor dem Spiegel und merkt. Szene, ne? Ja, deswegen kann ich nur. Es ist nur ein Hauch von. Der, probier mal so einen Hauch. Steht da, hier ist der Spiegel, steht vor dem Spiegel und sagt: Du laberst mich an? Hier ist keiner sonst, du musst mich meinen. Aber wenn du mich anlaberst, dann musst du auch was machen. Du musst mutig sein. Du musst ziehen. Huch! Ja, also pass auf, geht weiter! Oh, Entschuldige, Entschuldige! Du willst mich ficken? Huch! Du bist tot, Mann. Aber das du bist hast auch so. Du bist auch so eine Frau, die sämtliche Pointen knickt, ne? Zweimal! Egal, sei dir verziehen. Hatte dieser Monolog eine Pointe? Nein. Na klar, du bist tot, Mann. Ach so. Aber du hast denen das doch vorgespielt. Und dann haben die gesagt, so, das war ganz schön, jetzt noch mal was Klassisches. Und dann hast du zu denen gesagt? Nee, ganz schön haben die nicht gesagt. Die haben die gesagt, war nicht schön? Die haben so... War so dunkel da unten. Hörte ich nur. Haben sie auch was Klassisches vorbereitet? Und ich sage, nee, sie haben doch gesagt, es stand in der Zeitung, sie sollten was Ausgefallenes mitbringen. Und dann haben sie gesagt, naja, na, ihnen fehlt ja wahrscheinlich noch so ein bisschen die Ernsthaftigkeit und so. Kommen sie nächstes Jahr nochmal wieder. Guck. Ja. Und dann hast du gesagt, leck mich. Genau. Schon wieder leck mich am Arsch. Bin ich nicht gekommen, nächstes Mal. Kurz die Ratte gekrault auf der Schulter und gesagt, dann mache ich es jetzt ohne Schulter. Dann mache ich es alleine. Und ging auch. Du hast dann 5 Jahre im Schlosstheater Moers gespielt. Bist du da nicht krepiert? Also Moers kenne ich jetzt auch so ein bisschen. Und ja, Schlosstheater hört sich so ein bisschen an. Nee. Da war ich noch jung. 5 Jahre ist lang, ne? Weil Theater ist schon ein hartes. Ja, wenn man so, wenn man genug Rotwein schüttet an der Theater, geht das schnell vorbei. Ja, aber da hast du, und das war ja noch die Kifferzeit damals. Ja, wie Sie gemerkt haben, Rotwein und Kiffen verträgt sich nicht. Wie erzählst du deinen Kindern das eigentlich heute mit so einem Papa mit Drogen und ihr schon aber... Schon wieder mein Bier, Ina. Wie kommt denn das? Ich meine ja nur. Weil das, guck mal, wie schön schaumig und meins ist so abgestanden. Du musst nicht so viel reden, du musst mehr trinken. Mümmel nicht, Schluck. Nee, pass auf, was ich jetzt erzählen wollte, um ernsthaft zu bleiben, ist... ich musste meinen Kindern von meiner Drogenkarriere gar nichts erzählen, weil eine große deutsche Zeitung mit 4 Buchstaben irgendwann mal morgens, sonntags morgens, als Schlagzeile es nicht, sich nicht verknustern konnte, zu schreiben: Die Drogenbeichte des Ingo Naujoks. Ich gehe morgens Brötchen holen, sonntags morgens, ich dreh durch, guck auf die Bildzeitung. Du wusstest nichts, doch, du wusstest das. Nein. Die rufen doch immer vorher noch an eben, und sagen. Genau. Aber wir machen das, egal, ob sie was dazu sagen oder nicht. Wir plaudern ein bisschen, haben sie gesagt. Ach, wir haben für die Sonntagszeitung nicht das Richtige und ich war natürlich ein bisschen. Und dachte, ich gebe denen Gefallen, dann tun die mir einen Gefallen und haben ein bisschen geplaudert. Und das Ding war ja, dass er mich irgendwie auf meine Bandzeit brachte und dann groß fragte, irgendwie Drogen. Und ich sag, klar, Kästen von Bier. Nee, härtere Drogen. Ich sag, wir waren damals eine Punkband, wir hatten nicht viel Geld. Drogen kosten Geld und die Drogen, die Sie meinen, kosten viel Geld. Also, wenn's... Koks war zu teuer. Richtig, wenn es mal hochkommt und irgendjemand kam und sagte, ey, ihr seid so eine verrückte Band, da kann ich euch mal einladen, dann hat keiner von den Punks Nein gesagt. Aber das konnte man an einer Hand abzählen. Aber daraufhin hat er natürlich sofort die Geschichte so geschrieben. Und haben die Brötchen noch geschmeckt, als du zu Hause warst? Ich habe gar keine Brötchen mehr gekriegt in der Bäckerei. Sie nicht! Nein, pass auf, es war das Ende, das Schlimmste war ja von noch, sie haben noch um das Ding auch voll zu machen, die Maria Furtwängler neben mir präsentiert und wir hatten so ein Teamfoto. Ach, die Arme, auch noch richtig mit dazu. Richtig, drüber stand, ich dachte, ja, das kann doch. Drogen beim Tatort. Sowas, dachte ich. Ne? Ja. Und dann rief meine Mutter an. So wäre meine Mama auch. Und das Schlimmste von allem war wirklich ganz doll schlimm. Dann rief meine Tochter an und sagte: Ach nein. Papa, das kann doch nie sein. Und dann war ich in Erklärungsnot. Ja, ja. Ja. Ich war das wirklich, tut mir leid. Ja, mir auch. Armes. Was haben wir denn hier noch? Ne? Armes Tuk-Tuk. Armes Tuk-Tuk. Sag mal, du leidest an Schlafstörungen. Du schläfst 3 Stunden die Nacht. Ja, das hat aber nichts damit zu tun, dass ich irgendwie tierisch kreativ oder tierisch ausgeflippt bin. Nein, es geht darum, dass ich wirklich, ich kann Menschen nicht verstehen, ich weiß nicht, wie es ihnen da draußen geht, die durchschlafen können. Oh, 10 Stunden. Ja, ich ohne auch. Einmal wach zu werden, wenn nicht jemand käme und mir ein kaltes Wasser ins Gesicht schütten würde. Ehrlich, ich kann das. Ja. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Ingo, du tust mir auch leid, weil das nicht zu können, finde ich, ist schon hart. Nee.
Also, ich sag, selbst 7 Stunden wären ja geiler als 3. Ja, ich schlafe danach wieder ein, aber mal wieder nur 2, 3 aber Stunden. Aber deine Frau, mit der du bist ja mit einer Frau verheiratet, die war eigentlich... Ja. Frau Müller, noch 2. Das muss man bei Schauspielern dazu sagen. Also, du bist ja mit einer Frau, die heißt Corinna, ne? Genau. Und Corinna sagt, dass du zu Hause so nervig bist, dass sie ständig mit Oropax rumläuft, weil du Selbstgespräche führst und weil du so hyperaktiv bist und weil du immer mit dir selber redest. Was erzählst du dir denn immer? Ich weiß es auch nicht, ich weiß es nicht. So, jetzt gehe ich mal aufs Klo. Naja, ich bin so ein Typ, ich so mache irgendwie, ich schließe die Toilettentür zu und dann geht's immer, verflucht, das gibt's doch alles gar nicht, oder? So was machst du? Ja, ja. Und was ich noch mache, ist, weil ich ja so schlecht schlafe, so ich bin es gibt ja Schlaf und Wach und dazwischen was. Und dann höre ich mich selber, wie ich, lass mir meine Ruhe. Wo ich mich selber, ich bin völlig krank. Das ist ein bisschen krank. Und meine Frau möchte gerne in meinem Bett schlafen, aber kann nicht, weil ich... Und auch schon mal aufgestanden mit so einem Messer und so wit, wit, wit oder so? Nee, aber es ist schon so, dass ich... ich weiß es selber nicht. Meine Tochter hat einmal mit mir im Hotelzimmer geschlafen, weil ich sie mit zum Dreh genommen habe. Dann hat sie gesagt, pass auf, was ich aufgenommen habe. Dann geht der Rekorder an und dann hört man... Ich sag, Luna, was ist das denn? Ehrlich. Ich sag, Papa, das bist du. Das finde ich ganz schrecklich. Vor allen Dingen, als du Corinna dann kennengelernt hast und dann liegt man vielleicht auch mal so im Hotel rum und dann auf einmal macht derjenige, in den man sich gerade verliebt hat, sowas. Ja, dann nimmt man doch schnell die Sachen und läuft weg. Nein, wusste ich das ja. Deswegen kommen ja die Socken. Die habe ich mir in den Mund gestopft, weil ich wusste, ich spreche nachts. Oh. Und mit Socken im Mund? Wenn das Licht zu hell war, habe ich sie über die Lampe gezogen, damit sie nicht sieht, wenn ich... Dann ist schon, sie hat schon echt ein Kreuz mit mir zu tragen. Du sagst ja selber, dann stehst du so nach 3 Stunden auf, dann bist du unruhig, dann fängst du an, dann isst du ein bisschen, dann rauchst du ein bisschen, dann trinkst du Kaffee. Das ist natürlich das Falsche. Nee, ich gehe hin und dann mache erstmal Pipi. Und dann sage ich, verflucht, der Scheiße ist alles geil. Dann sind die Füße kalt, dann bin ich hellwach. Ja? Und dann gehe ich in die Küche, da steht eine Dose Thunfisch für die Katze. So, ist nur die Hälfte drin. Und die Katze guckt. Oh Gott! Ja, und die Katze guckt und sagt, was du mit meinem Thunfisch? Halt den Mund! Und schon bin ich wieder im Streit. Dann ist im Streit, dadurch ist natürlich Adrenalin. Bin ich hellwach. Dann rauchst du eine. Brauch ein Bier. Dann brauchst du ein Bier. Schon habe ich einen Kater morgen. Ja. Aber so kommt doch kein Mensch. Die Katze sagt, was macht der Kater hier? Das heißt, du hast mit Corinna gar kein gemeinsames Schlafzimmer, weil du nicht kompatibel bist. Ich bin nicht schlafkompatibel, das stimmt. Ja. Und kriegst du das Wir haben 3 Zimmer. Ein Schlafzimmer, ein Durchgangszimmer und ein Ingo-Abstellzimmer. Ehrlich? In das Ingo-Abstellzimmer gehe ich meistens selber und stelle mich so ein bisschen so an die Wand. Wir hatten ja früher auch nicht viel. Wir hatten ja eine kleine Wohnung, also als ich noch zu Hause wohnte, da konnte man ja keine Langspielplatte abspielen, ohne dass die an der Wand kratzte. Da wurden wir Kinder an die Wand gestellt und der eingeschlafen ist, wurde ins Bett gelegt. Wenn ihr Fragen an Ingo habt, bitte Bierdeckelchen schreiben. Alles, was ich mich nicht zu fragen getraut habe, auf die Bierdeckel, da habt ihr auch. Was euch so interessiert, wie die Furtwängler so ist und so. Oh, nö! Wie ist sie privat? Sowas. Sag mal, das mit der Socke, hab ich gedacht, wäre so, dass du mit Corinna immer mal, um eure Liebe frisch zu halten, weil ihr so viele Gören um euch rum habt, immer mal ins Hotel geht. Ja, und das war eine Story, unglaublich. Habt ihr das nur einmal gemacht? Nein, das mit dem Hotel ins Bett gehen, mit dem ins Hotel gehen. Kuscheln? Genau, das machen wir öfter. Aber es war diesmal so, dass wir wirklich, das war so dann... haben wir so eine Socke über diese unglaubliche Bierlampe da gezogen, die da war. Und dann haben wir die beim Schmusen auch angelassen. Deine oder ihre Socke? Meine. Die hat ja keine Socken. Aber Entschuldigung, wie kann eine Frau zusammen sein, die Socken hat? Na, Entschuldigung, Frauen nette haben Strümpfe doch... vielleicht. Ich habe nette Schürchen, aber keine Socken. Doch, ich habe auch Socken. Oh. Egal. Also jedenfalls eine Socke und es war deine. Aber hat man noch Lust auf Sex, wenn da eine stinkende Männersocke ja, über... Eben nicht, das ist ja die Geschichte. Wir haben die Socke drüber gezogen und haben weitergeschmust. Und auf einmal sagt meine Frau, boah, irgendwie muss sie in der Nähe irgendwann eine Fettfabrik sein. Ich sag,
riecht ihn nach Fett. Das ist irgendwie so ein überlaufender Abfluss. Oder? Wirklich? Weil die warm geworden ist und da verbrannte die schon. Genau. Die war warm? Ja, die war so über den Dings am Schmörgel. Und blablabla. Oh. Wir müssen morgen die Hotelleitung mal sagen. Irgendwie der Abguss. Der ist, irgendwas stimmt hier nicht. Bis ich merke, meine Socke ist über der Glühbirne schon tierisch am Flammen. Und da wusste ich auch, wo das herkam. Das war also wieder eine Fettfabrik. Aber habt ihr das noch festgestellt irgendwann? Ja. Als ihr fertig wart dann? Ja. Habt ihr euch beim Sex drüber unterhalten, wonach es riecht? Nein, zwischendurch habe ich immer eine Nase ganz woanders. Frau Müller, wir bräuchten noch... Wir bräuchten noch zwei Bier. Meinst du, ist so abgestanden. Wollen wir mal singen? Komm, weißt du was? Wir setzen uns hier oben rauf. Wir singen uns eins. Oh, das wäre toll. Du, in deinem Programm Apokalypso, da bist du quasi der Teufel. Der sitzt an der Bar, der hat ein bisschen Scheiße schon gemacht. Also hat schon. Ja, es ist so der Teufel, der ist natürlich keiner mit Hörnchen, sondern wir haben versucht, eine Figur zu erfinden. Das würde dir aber sogar ein bisschen stehen, finde ich. Das Hörnchen. Ja, wenn du dir so kleine Hörnchen hier so zwirbeln würdest. Eins würde reichen. Nee, pass auf, es ist so, dass wir ihn so inszeniert haben wie einen über Land ziehenden, verkommenen Entertainer, so wie so ein Frank Sinatra für Arme. Und jetzt ist ihm langweilig, weil er an der Bar sitzt? Nee, er ist am Ende, weil er sein Ziel erreicht hat. Und jetzt singen wir das. Jetzt sitzt er da. Die Welt ist sozusagen... Und bestellt sich Bier. Genau. Wollen wir mal, und das kann man Band sogar singen. 3-4. Ich sing ein bisschen mit, ne? Ich fange an. Du sagst, nur noch eins, dann ist Schluss. Und während ich nochmal pinkeln gehen muss, bestellst du zwei und dann noch eins zur Sicherheit. Bis zum Ende der Welt haben wir es nicht mehr weit. Auf dem Klo steht, dass Gott gestorben ist. Und während neben mir noch einer endlos schifft, denk ich bei mir, ich hab Gott eigentlich nicht vermisst. Obwohl das Ende der Welt doch schon so nah ist. Vielleicht ist die Welt schon ohne uns untergegangen. Vielleicht ist hinter der Tür schon das große Nichts. Und wenn, ist auch egal. Hauptsache es bleibt alles so, wie es ist. Und ein erleuchteter Tresenprophet predigt, dass alles in die Hosen geht. Und so wie es riecht, ist das bei ihm auch schon geschehen. Und das Ende der Welt ist schon zu sehen. Jetzt pass auf, guck mal hier, guck mal. Auf meinem Bier schwimmt die Titanic und sinkt. Und während du schon mit dem nächsten Eisberg ringst, geb ich mir jetzt die letzte Ölung, warum nicht? Denn die Rettung der Welt ist nicht in Sicht. Vielleicht ist die Welt schon ohne uns untergegangen. Vielleicht ist hinter der Tür schon das große Nichts. Ich glaube, während wir hier sitzen, sind schon alle krepiert. Du sagst, ist doch scheißegal, mein Tinchen und Bier oder 10 oder 20. Du sagst, nur noch eins, dann ist Schluss. Und während ich schon wieder pinkeln gehen muss, zahlst du für uns beide doch nicht mit Blut, nein, nur mit Geld. Und wir machen uns auf. Na, wohin denn wohl? Ans Ende der Welt. Bravo. Wir würden jetzt mal Bierdeckelchen machen.
Und damit habe ich jetzt nichts zu tun. Deswegen kommen jetzt vielleicht Maria Furtwängler mal drin vor. Ja, na gut. Ja. Wenn die nicht drin vorkommt, wie ist denn die privat so streng? Die ist sehr hanseatisch, oder nicht? Ja, warte mal, ich kenne sie ja nicht privat. Ich kenne sie ja nur in unserem Beruf. Und wir beide, ich meine, wir sind natürlich, muss man ja gar nicht drüber reden. Also muss man drüber reden. Ihr seid wie Tag und Nacht. Nein, wir sind einfach aus zwei verschiedenen, komplett verschiedenen gesellschaftlichen Stellen. Da kann sie nichts dafür und ich nichts dafür. Ja, aber verspielt sich sowas nicht? Du kommst ja auch nicht vom Bauernhof und trotzdem können wir miteinander reden. Das verspielt sich, wenn man eine gewisse professionelle Haltung mitbringt. Ich fand deine Rolle, die du hattest, ja total. Waren wir Frauen mal noch alle ein bisschen verliebt in seine Rolle, ne? So der kluge Schriftsteller, ja, fand ich ganz toll. So ein bisschen verschroben mit Polunder und so. Ich fand das wohl toll. Hallo, ich mochte das. Hallo, alle verschrobenen, polundertragenden Menschen in dieser Uni. Würdest du für viel Geld auf Volksmusik machen? Also das, was ich mache, ist eigentlich Volksmusik. Nee. Nur ohne Volk. Jungs, was hören wir? Geht man in deinem Alter noch auf Pornoseiten? Man geht nur in meinem Alter auf Pornoseiten. YouPorn? Nee, in dem Alter geht man auf aber da hast du nachts doch dann Zeit. Ja, aber das ist echt. Ja, schön, Computer an Küchentisch. Genau. Ja. Da habe ich viel zu viel Thunfisch an der Hände. Wärst du auch gern mal schwanger? So wie deine Frau? Nein, um Gottes Willen. Nein, warum nicht? Also, nein, weil ich diesen Moment, erstens finde ich es unheimlich schwierig, das überhaupt alles zu tragen. Ja? Ich bin ja schon mit zwei Einkaufstüten überlastet. Aber das wird sich ja anders zentrieren. Also, da wäre es ja alles mittig. Aber du wartest ja auf diesen Moment, wo dann. Jetzt! Ich glaube, von den 9 Monaten werde ich 8,5 krank. Monate im Krankenhaus. Ja, ich auch. Hätte eine Frühgeburt, eine Fehlgeburt, eine Spätgeburt, eine Doppelgeburt, alles. Ich auch. Ich glaube, hätte ich auch so. Also da muss ich sagen, euch Frauen wirklich immer wirklich ein doch, bei mir musst du dich nicht bedanken. Ich bin nie schwanger gewesen aus dieser Angst heraus. Ich wollte mich gar nicht bedanken. Ja, was du aber gerade sagst, da muss ich auch... Du wolltest doch gerade sagen, da muss ich euch Frauen aber mal Hut absagen, wolltest du sagen, oder? Ja, so in die Richtung. Ja, siehst du, mit einem kleinen Dankeschön verbunden, dass die den Nachwuchs auf den... Du hast ja wohl 4 tolle Kinder. Ja, richtig, aber ich musste ja auch nur meine Hose an den Bettpfosten hängen, da waren die ja schon schwanger. So. Zwei hätten auch gereicht. Zwei Zwillinge. Also du bist froh, dass du ein Mann bist. Und das, aber andererseits habe ich immer gedacht, aber als Mann muss man zur Bundeswehr. Das fand ich auch mal ganz schlimm. Warst du bei der Bundeswehr? Nee. Zivildienst gemacht, ja. Krankenmann gemacht. Ja, aber ich muss sagen, ich bin also wirklich, nicht weil ich jetzt irgendwie hier fische vor Kompliments, wir sind zwar hier im Hafen, aber ich bin wirklich ein Frauenfan. Also ich finde das toll, also ich bin auch manchmal neidisch, wie die sich dann irgendwie auch aufstrapsen können und so einen Mann so den Kopf verdrehen können mit, das finde ich, ja, ich bin Frauenfan. Toll. Bekennender. Ja, das merkt man auch ein bisschen, das ist sehr angenehm, finde ich. Welcher Arbeit hast du dein erstes Geld verdient? Mit welcher Arbeit? Ja, würde ich sagen. Ich war in einem Stoffgroßhandel tätig. Also nicht Stoffgroßhandel. Ich sage nur Bildzeitung. Ich sage nur die Sonntagsausgabe. Nein, es ging da so um so halt Gabelstaplerfahren, Stoff, Manteltuch, blab. Ah, okay. Wie lebt es sich in deiner Patchwork-Family? Wirklich heile Welt, Fragezeichen? Nee, ich habe irgendwie mal so einen Satz gesagt, der hängt mir jetzt nach und den finde ich eigentlich auch gut. Patchwork-Familie ist auch Katastrophen verwalten. Der Schlimmste von allem ist der 5-Jährige. Weil der am meisten Geld braucht? Ja, der geht so an so einem Regal vorbei und dann steht dann so ein Auto für 24,50 Euro. Was ist denn los, Lou? Nix. Wo guckst du denn so? Nee, schon gut. Oh nein. Ist das Auto toll? Das habe ich mir schon immer gewünscht. Und das ist bei jeder Spielsache so. Aber da ist man doch dann gelähmt und kauft doch dieses Auto, oder? Meistens, ja. Ja, muss man. Das ist auch wirklich unglaublich. Du arbeitest ja auch viel. Nein, das hat ja auch Erziehungssache. Du kannst ja nicht immer auf irgendwas zeigen und sagen, das will ich. Dann zu Hause ist dann, ey, geil.
geil. Ey, oh, kaputt. Und ja, also es ist schon so, meine Frau ist da ein bisschen anders. Sie sagt irgendwie, du weißt, wie das ist. Das ist irgendwie so, ne? Am nächsten Tag, sie hat recht. Es ist immer nur was Neues, was Neues, was Neues. Da bin ich halt ein bisschen sehr mit dem Herzen am... Wie gehst du damit um, dass die heutige Jugend so spießig ist und mit 19 schon heiratet und Kinder kriegt und so weiter? Und für uns war Freiheit und Punker sein und Ratten auf der Schulter das Wichtigste? Also aus mir ist nichts geworden. Warum soll aus den anderen was werden? Also, ich finde, das ist doch ein wunderschöner Übergang zu unserem Lied, was jetzt kommt. Ich freue mich so, es gibt eine Sängerin hier in Hamburg, die ist ganz toll, weiß aber noch keiner, weil sie erst nächstes Jahr mit ihrem Album rauskommt. Oh. Wir haben sie aber vielleicht schon vorher mal gesehen. Bitte begrüßt mit mir Elif! Elif, du hast ganz, ganz schöne Lieder mir geschickt. Weil du hast gesagt, ich schicke dir die schon mal ganz früh, vielleicht nimmst du mich irgendwann. Da habe ich gesagt, ja, und zwar jetzt, und zwar heute. Und dieses Lied ist ganz, ganz schön und wir machen das jetzt einfach mal. Ist es richtig? Wie heißt das Lied? Nichts tut für immer weh. Du bist so angenehm schüchtern, aber das wird sich mit der Zeit geben. Sobald der erste Hit da ist, ist das vorbei, sag ich dir. Ich steige aus, das letzte Mal. Zu schnell fährst und die Räder den Boden nicht berühren. Und egal wo ich bin, ich will mich fremd fühlen. Pack ein paar Sachen und nehm den Bus Richtung Meer. Und mein Herz schlägt weiter, auch wenn es fürchterlich brennt und alles hier zerfällt. Doch nichts tut für immer weh und die Welt dreht sich weiter und wir sind nicht am selben Fleck. Ich glaub, es ist okay. Nichts tut für immer weh, nichts tut für immer weh, nichts tut für immer weh. Nichts tut für immer weh, nichts tut für immer weh, nichts tut für immer weh. Und ich weine in fremde Kissen. Dass meine Beine den Boden nicht berühren. Und ich vergesse dich in einer Sommernacht und hab seitdem nicht oft an dich gedacht. Dein Herz schlägt weiter, auch wenn es fürchterlich brennt und alles hier zerfällt. Doch nichts tut für immer weh und die Welt dreht sich weiter und wir sind nicht am selben Fleck. Ich glaube, es ist okay. Nichts tut für immer weh, nichts tut für immer weh, nichts tut für immer weh. Nichts tut für immer weh, nichts tut für immer weh, nichts tut für immer weh. Wir verlieren, was wir liebten, weil alles so kaputt ging. Es war keine Absicht, dass alles so kaputt ging, dass alles so kaputt ging. Schlägt weiter, auch wenn es fürchterlich brennt und alles hier zerfällt. Doch nichts tut für immer weh und die Welt dreht sich weiter und wir sind nicht am selben Fleck. Ich glaub, es ist okay. Nichts tut für immer weh, nichts tut für immer weh. Nichts tut für immer weh, nichts tut für immer weh, nichts tut für immer weh. Du tust mir nicht mehr weh, du tust nicht mehr weh. Du tust mir nicht mehr weh, du tust mir nicht mehr weh, du tust nicht mehr weh. Das ist ganz toll! Elif! Ina! Dankeschön! Super!
Sehr schön. Dass ich dich mal kennenlerne. Du, diese Regenbogenweste, die hast du immer noch, ne? Die habe ich immer noch. Die habe ich mir mal maßschneidern lassen. Die sitzt auch immer noch. Aber ist das immer dieselbe? Das ist immer dieselbe, ja. Ach. Die riecht schon. Oh, was ich auch nicht wusste, die Haare sind ja wirklich... Das ist ja, die habe ich früher immer... Darf man da reinfassen und bist eitel? Nee, das ist alles echter Mottenfifi. Was ist denn das? Das ist hier, das ist... Das ist Mini-Pini. Du bist neidisch, ne? Ist das Mini-Pini? Das kann man bei dir auch machen. Nee, das habe ich untenrum. Also, wenn ich... Blond? Aber ich dachte, du hättest, aber das ist echt dein Haar. Sag mal, du hast schöne Zähne, gibt's ja auch in Weiß. Ja, den kenne ich auch noch von damals, von Garibaldi. Garibaldi. Ich würde an deiner Stelle nicht mich als Opfer nehmen. Das könnte nach hinten losgehen. Fips, was trinkst denn du? Du, mir gefällt das hier irgendwie. Ich bin so ein Typ, der muss sich erst akklimatisieren. Ja, das kannst du ja auch, obwohl du kennst die Gegend, so du warst doch in der Heizung. Ja, wenn ich das so sehe hier, du hinten. Guck mal, das ist hier, das ist Ü90, betreutes Schunkeln. Nee, also unverschämt. Also da dürft ihr jetzt aber sagen, buh. Nicht? Und hier in der Ecke? Die Selbsthilfegruppe, niedriger Blutdruck. Oh! Auch schön. Alter, komm. Das ist mein Bürgermeister, bist du wahnsinnig. Martin Seddi durch Wodol, wenn er die beleidigen darf. Nee, ich wollte ihn jetzt fragen, bist du arbeitslos, also weiche Hände? Er ist Bürgermeister. Hat man weiche Hände. Du, Bierchen. Ja, ein schönes Bierchen, du. Ich würde dann durchrücken. Komm, Fips, bist du ein bisschen klöderig oder geht's noch? Nee, Du, es gibt ja einige, die haben Rücken, ich hab Knie. Ach echt? Ja. Hast du? Aber hier kannst du gut sitzen. Ich hab nie, es geht aber. Wir sagen Prost! Prost, Kamerad! Prost, Kamerad! Wir wollen alle Aber wenn du so Auftritte hast heute, ne, da kommen ja immer mehr junge Leute auch, weil du so kultig bist. Überwiegend, kultig. Ja, kultig. Kann sein, ja. Ja, würde ich schon sagen. Der erste Stand-Up-Comedian, den ich kenne, rein historisch. Historisch. Ja. Heute kannst du die Frechheiten erzählen auf der Bühne. Heute kannst du manchmal das interessiert die Leute gar nicht. Aber heute, wenn ich früher die Sachen erzähle, wie der Taifun zur Palme sagt, halt die Nüsse fest, er wird geblasen. Verstehst du sowas? Heute lachen die Leute darüber. Nicht? Oder der andere kommt in die Apotheke und sagt, guten Tag, ich hätte gerne etwas gegen meine Hämorrhoiden. Na, sagt der Apotheker, dann such sich mal irgendwas aus. Sagt er, wieso denn das? Ja, ist alles für den Arsch. Es ist ja... Ne? Aber wie sortierst du deine Witze eigentlich? Gar in so Mappen, wo du sagst, Krankenschwester, Arzt, Nonne, Apotheke nicht, gar nicht. Nein. Aber wenn man jetzt. Man sagt also faktisch nur, komm mal, Kenner, auf der Bühne sagt man faktisch hier, der Humor hat sich gewandelt, hat sich geändert. Nee, stell dir mal vor, 1683 haben die Ostfriesen die Klobrille erfunden. Erst 1741 haben die Bayern ein Loch reingeschnitten. Hier, pass mal auf. Da sagt einer, gestern verkaufe ich mein Auto, heute finde ich einen Parkplatz. Das sind die Kleinigkeiten. Ja, ja. Ja, so kommt ein zum anderen. Das ist, ja. Das macht dich verrückt. Das sind so diese Kleinigkeiten. Nicht? Nee, ja. Hast du gelesen? Es geht Ehemänner, dass eine Frau ins Gras beißen, um den Rasenmäher zu schonen. Das sind alles Kleinigkeiten. Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit. Das, du sagst es überdeutlich. Echt? Hab ich nie gewusst. Ja, doch, ein alter Witz. Ah, die geht's. Aber ist gut. Aber du, Fips, ja, darf ich noch was fragen? Oh Gott, geht zu Ende? Nein. Mit welchem Witz möchtest du? Ich hab so ein bisschen im Hals. Die ganze Nacht im warmen Bett und dann morgens in der Kälte nach Hause. Du, man holt sehr leid. Sehr schön. Aber könnten wir zum Beispiel, wenn ich dir so... Nein. Ein Stichwort. Wenn ich sage Arzt, dein Lieblingsarztwitz. Mein Lieblingsarztwitz. Oh, mein Lieblingsarztwitz. Sagt der Doktor, na, was führt Sie zu mir? Herr Doktor, ich kriege meine Vorhaut nicht zurück. Na, sowas verleiht man ja auch nicht. Auf der Bühne gehst du einfach raus und dann sagst du, oh, mal gucken, was ich heute erzähle. Und dann guckst du, was da für Leute sind. Erstmal habe ich keine Lust, wenn ich rausgehe. Kein Lampenfieber, sondern keine Lust. Du hast keinen Lampenfieber, hast du gesagt. Und wenn ich rausgehe, dann sage ich immer, ja,
dann begrüße ich erstmal die Leute. Nett, dass du gekommen bist. Nett, dass du gekommen bist. Mit dir habe ich gar nicht gerechnet heute Abend. Nein, man spricht auch dann irgendwo, nicht, wie ich voll in die Radarfalle gefahren bin neulich. Bist du? Voll, ja. Voll in die Radarfalle. Das hat gescheppert, du. Oh. Ah, ja. Da muss man aber auch schon manchmal zweimal hinhören, ne? Damit man das ist eben das Entscheidende dabei. Das ist richtig. Ich kenne auch so Witze, die erzähle ich dann und dann warte ich. Oh, kommt die Pointe? 21, es gibt 22, aber auch so Dinge, die voll einfach nicht so witzig sind, sondern die sind einfach aus dem Leben. Das heißt, guck mal, eine kleine Geschichte. In der Kneipe sitzt ein Pärchen, ein verliebtes Pärchen. Nicht? Die Flasche Shampoos auf dem Tisch, die prusten sich zu. Nicht? Plötzlich rutscht er unter den Tisch, sagt der Kellner, die Frau haben sie gar nicht bemerkt, ihr Mann ist eben unter den Tisch gerutscht. Sagt sie, nein, mein Mann ist eben zur Tür reingekommen. Ja. Guck mal, das finde ich niedlich. Das ist kein Schweinkram, aber niedlich. Niedlich, okay. Das ist niedlich. Ja, ist gut. Nee? Okay. Es gibt diese kleinen Sachen, wie da zwei Bauern vor einem großen Spiegel an der Wand sitzen. Oh. Nee? Plötzlich sagt einer, guck mal da, die beiden gegenüber, du. Die sehen genauso aus wie wir. Ja, sagt er, ich glaube, die sind bei uns aus dem Dorf, du. Ich geh mal hin, ich frag mal. Der steht auf, sagt er, bleib sitzen, der kommt schon. Das ist niedlich. Ne? Hey, der ist toll. Das ist niedlich. Hast du einen Lieblingswitz eigentlich? Ja, ja. Man muss das so ein, zwei immer im Leben erzählen können. Also natürlich zwei Schauspieler, die auf dem Klo stehen und Pipi machen, sagt der eine zum anderen, na, wie läuft's? Sagt der andere, brennt ein bisschen. Na ja. Aber na ja, ist das schon mal gut, Herr. Nicht völlig in Grund und Boden gerammt. Gottes Witzes, na ja, geht ja schon. Ich mag im Moment. Da kommen dann zwei Taubstummel rein. Ne? Der eine zieht den Vorhang zu, der andere zieht wieder auf. Da wird alles klar, Jungs. Ein dunkles, ein helles. Hm. Ja. Guck mal, da muss Ingo nachdenken. Der hat er noch nicht ganz drauf jetzt. Jetzt hab ich's. Hä? Wenn wir sagen Krankenschwester, dein Lieblings-Krankenschwester-Witz. Ach, die mit ihren Stichworten. Oh, bitte. Ich hab nur auf all die Witze gefreut. Mich nervt die auch schon den ganzen Abend mit dem Scheiß. Schlimm, nicht? Man muss immer irgendwo Stichworten. Dann hat sie. Oh Gott. Mein Problem ist so ein bisschen, Fips, wenn ich das sagen darf. Privates Witz. Jetzt hier, worüber reden wir? Ich erzähle ja privat überhaupt keine Witze. Ach so? Nee. Überhaupt nicht? Ich bin ein lustiger Mensch, aber ich erzähle privat kaum Witze. Und so deine Frau, wenn zum Einschlafen ein Witzchen? Ich bin ein Optimist, auch zu Hause. Oh. Ja, ich bin ein fröhlicher Mensch, aber ich erzähle keine Witze, wenn meine Frau sagt, Stichwort Nonne, erzähl den mal. Mach ich nicht. Das mach ich nicht. Wenn es gekonnt hätte, hätte ich dich geheiratet. Aber du bist ja schon verheiratet. Wo ist die ganze Kohle hin von den 7 Millionen Tonträgern, die du verkauft hast? Möchte ich aber auch reden. Reden wir privat. Ja, jetzt drückst du wieder, überlegst einen Witz, jetzt erzählst du wieder einen Witz. Meine Eltern waren sehr, sehr arm. Oh, jetzt kommt aber einer. Ich musste fürchterliche Klamotten tragen. Ich wurde nie vom Schulbus mitgenommen, immer von der Altkleidersammlung. Meine Eltern waren wirklich sehr arm damals. Wenn ich nicht als Junge geboren worden wäre, ich hätte gar nicht gewusst, womit ich spielen sollte. Ich kann viel erzählen. Gut sein. Ist gut. Können wir eine Pipi-Pause machen? Nein, hast du noch ein Stichwort? Nee, willst du noch nicht? Okay, ich sag noch mal einen. Arzt. Oh, du hast ja schon zweimal gesagt. Arzt ist immer. Aber du hast so viele Arzt. Okay, dann sag ich was anderes. Herr Doktor, ich habe seit 4 Wochen keinen Stuhl. Na, dann setz dich erst mal hin. Das ist doch niedlich, oder nicht? Das ist niedlich. Niedlich, ja. Sagt der Arzt, na, ich verschreibe dir erst mal ein paar Schlammpackungen. Herr Doktor, meinen Sie, die werden mir helfen? Nein, dachte er, helfen werden die nicht. Aber sie gewöhnen sich langsam an die Erdfeuchte. Ja, an ihrer Stelle würde ich mir keine Langspielplatte mehr kaufen. Aber du siehst schon, Schadenfreude ist so ein bisschen so der Grund. Ja, natürlich. Ich glaube, man kriegt alles System zusammen rein. Ja. Oma war zu Besuch, hat morgens im Badezimmer gestanden mit ihrem Deo-Spray. Kennst du das hier? Piep, piep.
guckt der Kleine rein und sagt, Oma, denk an das Ozonloch. Ja, das kommt auch gleich dran. Oma, 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 darf ich mit deinem Busen spielen? Ja, ja, aber lauf nicht so weit weg. Genau, das Dein Schmuck und deine Kette und so hast du auch immer schon, ne? Ja, das Darf ich die mal aus deinem Schamhaar, von, aus deinem Brusthaar rausziehen? Ist so ein bisschen wie so... Toll, so wer hat die gemacht? Das hat mir mal ein Goldschmied in Los Angeles gemacht. Oh, du warst da in Los Angeles? Ja, ich war in den deutschen Clubs früher früh. Die wollten mich haben und mit Roy Black noch. Und wollten mit, die den auch mit haben? Heino, ja, ja, ja. Ist der Roy Black drauf? Roy Black. Er war nicht gut. Ne, ist auch egal. Deutsche Clubs in Amerika, die gibt es heute noch. Ja. Und die haben eigene Sender, Rundfunksender und eigene Zeitungen. Und dadurch machen die natürlich ihr Publikum mobil und sagen, kommt zu dieser Veranstaltung. In eine große Halle, wo 1500 Leute drin sind. Und dann singt Roy Black ganz in... Ne? Ja, weiß. Über wen lachst du denn eigentlich, Fips, so in Deutschland? Ich, über wen ich lache. Was? New York. New York? New York. New York? Rabschmidt. Ja, ist ein guter. Ist ein guter. New York ist ein guter. New York? Da kommt erstmal lange gar nichts. Wie findest nichts du denn so einen Pocher zum Beispiel, der immer versucht, durch wahnsinnige Ehrlichkeit. Wie finden wir den? Ja, okay, bring mal. Komm, wir holen mal Buzzer rüber. Ach, wer ist das? Und dann darfst du immer, wenn du einen doof findest, machst du einfach so. Wenn du ihn gut findest, Mario Barth. Heißt nicht gut. Es ist besser, ein Mann hat mir mal eine Mail geschrieben, der hat gesagt, es ist besser, 600 Leute im Theater zu unterhalten und zum Lachen zu bringen, als eine Arena mit Scheiße zu füllen. Das ist nicht von mir. Wir könnten uns jetzt um Kopf und Kragen reden. Das machen wir gerne. Mache ich gerne. Bringt nichts. Aber heute Abend lassen wir das mal sein. Gut. Und deswegen würde ich sagen, wir machen mal Bierdeckelchen einsammeln und setzen uns hier oben rauf. Frau Müller, wir brauchen noch ein Getränk mit weniger Umdrehung als das, was wir hatten. Bleibt ihr mal sitzen, Jungs. Nichts tut für immer weh, nichts tut für immer weh. Ina, so, ich hab's gesehen. Ist was mit Oma? Oh nee, komm, Bierchen. Ja. Nichts tut für immer weh. Diese Haare, es gibt doch so Hunde, die haben kein Fell, sondern Haare. Und die sind anti-allergen. Du fliegst gleich raus hier. Dann müsstest du zu mir rücken. Jetzt müssen die Beine darüber. Ah, das war, sag mal, so Land klug bin ich auch. Hast du gesehen? Wollen wir einmal kurz, Jungs, der Fips hat sich ein Lied von euch gewünscht. Und zwar Rolling Home, mein Lieblingslied. Rolling Home. Das habe ich 20 Jahre nicht gesungen. Wollen wir das mal versuchen? Okay. Und 3, 4. Oh, da kann ich schon direkt weinen. Oh, ist das schön. Now farewell, Australians' daughters. We shall leave your fruitful shores. We shall soon cross deep blue waters to see our home and friends once more. We shall sing back songs and shanties. Say goodbye to our friends here. We shall soon trip our anchor, and for old Hamburg we shall steer. Rolling home, rolling home, rolling home across the sea. Rolling home to dear old Hamburg, rolling home. Vor von Hamburg wohl so einen olden Kasten mit Namen Haiti Magellan. Doch wir biet doch kein Tiet um Rassen, das lädt man ans Bett oben stehen. Biedach doch 100 Wein und Blasen, doch wir noch lang kein Hamburg.
jedoch ein Augenblick noch verglosen, doch für die ganze Blendung trägt. Rolling on, rolling on, rolling on across the sea. Rolling on to dear old Hamburg. Rolling on, sweet Bacardi. Fitz Asmussen! Ich muss weinen! Der Applaus ist des Künstlers Brot. Gebt ihm noch eine Schnitte. Gibt es einen witzigeren Menschen als dich? Oh. Das weiß ich nicht. Ja, der New York vielleicht. Der ist anders witzig. Also, der wäre anders witzig. Du bist ja gut. Schon mal einer kollabiert vor Lachen. Cool, was ist das denn für ein Schwein? Kollabieren. Ist schon mal einer in Ohnmacht gefallen bei dir? Gestorben. Gestorben? Und unter der Bühne, vor der Bühne? Nee. Na, oh, nein. Ich wollte gerade sagen, jetzt gibt's so eine. Nein. Könntest du auch eine ernste Grabrede halten? Doch, das könnte ich. Ehrlich? Hast du schon mal gemacht? Ja. Nein, oh. Seien wir doch ehrlich, seit Einführung der 0,5-Promille-Grenze kommt das selbst bei Beerdigung keine echte Fröhlichkeit mehr auf. Nein? Ich war letzte Woche. Ich war neulich mit meiner Frau auf einer Beerdigung, eine ganz müde Stimmung. Als die Musik anfing zu spielen, haben wir als Einzige getanzt, das war schlimm. Und da haben die alle was ins Grab geworfen. Eine Dame warf einen Blumenstrauß, ich habe eine Frikadelle reingeworfen. Ne? Warum? Sagt sie, meinen Sie, dass er die noch isst? Ich sage, Ihre Blumen stellt er auch nicht mehr ins Wasser. Was ist der versauteste Gag, den du kennst? Das ist einer, über den man nicht lacht. Oh. Pass auf, kommt ein Blinder ins Fischgeschäft und sagt Hello Girls. Ja, den kenne ich aber schon. Moin Mädels, sagt er. Kommt ein Mann zum Arzt, ... Fängt gut an. Mehr steht hier nicht. Kommt ein Mann zum Arzt. Ja, sagt der Arzt, was haben Sie? Zwei Zimmer, Küche und WC. Sagt er, nein, ich meine, was Ihnen fehlt, hat der Bad und Balkon. Wie würdest du Angela Merkel zum Lachen bringen? Ich glaube, das will ich wie mein Bürgermeister, ne? Angie. Ja, Angie? Mhm. Angela, die deutsche Antwort auf Miss Marple. Findest du? Sieht immer so aus, als wäre sie auf dem Weg zum Friseur auf der Parkbank eingeschlafen. Oh, wie gemein. Nein, es darf nicht. Ihr Mann wurde mal gefragt, sagen Sie, Herr Sauer, was schenken Sie Ihrer Gattin eigentlich zur silbernen Hochzeit? Sagt er, eine Reise nach Sibirien und zur goldenen, da hole ich sie wieder ab. Was ich nicht. Sagen Sie, Frau Merkel, ich habe eine sehr intime Frage, hat ein Journalist gestellt. Wie war Ihr erstes Mal? Sagt sie, ich weiß es nicht, aber ich freue mich drauf, sagt sie. Bist du ein Hecht im Bett oder muss man sagen, warst du ein Hecht im Bett? Im Bett? Hast du noch Sex? Hast du schon mal Viagra genommen? Lieblings-Viagra-Witz? Viagra nichts. Beamte dürfen keine Viagra nehmen, sonst stehen zwei blöd rum. Kannst du mit Ina nicht, steht da nicht mal einen Punk-Song zum Besten geben? Nee. Das können wir nicht. Ne? Das ist gar nicht dein Stil, ne? Nee. Wie viel bist du wirklich? Ach, wisst ihr was? Wir hören jetzt Musik. Chips und Ingo. Ich finde, dass wir. Es war so ein toller Abend und jetzt mache ich die so weg. Ja. Und ich freue mich so. Ich habe in Skandinavien angerufen, weil eine meiner Lieblingssängerinnen, ich muss sagen, eine meiner Lieblingsbands, ist wirklich hierher gekommen. Ich hätte es nicht vermutet. Und ich freue mich auf Miss Lee.